New kid, the girls are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sunshine! Willkommen zurück zu South Park, The Stick of Truth. Wir haben gesehen, wir haben so den Versprecher bekommen, dass sie uns anschließen werden. Jedoch müssen wir jetzt erstmal rausfinden, wer uns das Ganze übersetzen kann. So, ich bin in der Zwischenzeit hingegangen, habe natürlich schon ein paar Sachen vorbereitet gehabt, damit wir da einfach wieder rüberspringen können und auch weitermachen können. So, ich denke, das war ungefähr unser Setting. Aber natürlich... Das andere hier geht ja so überhaupt nicht. Ja, Damien will ich nicht. Ich weiß gar nicht, welchen ich jetzt hier genau hatte. Ich weiß, den hatte ich kurzzeitig, bevor ich dann halt draufgegangen bin. Wir werden schon das richtig finden. Und nicht Bird's Nest. Das war's auch nicht. Und den hatten wir, genau. Okay, damit sind wir jetzt wieder am Start. Wunderbar. Wir haben Poison Grenade bekommen. Das gibt schade, dass es keinen mit Fire Damage außer die hier gibt. Und das ist alles zu lange her. Okay, wir gucken, wo wir hin müssen. Questmäßig. See if the boys in Kyle's backyard can translate a document. Okay, dann gucken wir mal, wo die nächste Stelle war. Hier können wir am schnellsten uns teleportieren. Guten Tag. What's this? Council, gather round. This must be something the new kid needs our help with. Cinq femmes ont subi un avortement. What language is that? It's some kind of strange orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north? Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come on, spit it out. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you'll have to assume another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now Larry Babinski from Cleveland. The quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again, north, and then north. You better get a real passport photo first, or you won't make it past border control. Okay, dann müssen wir also auch dort nochmal hin. Habe ich hier reingeguckt? Ich nehme es mit. Ja, Foto Dojo. Da müssen wir dann als nächstes hin. Und damit können wir dann noch offiziell nach Kanada. Ist immer lustig, wie das Zeug hier alles noch liegen bleibt und nicht weiterhin ist, nicht aufnehmen und mitnehmen kann. Hier ist es so hot, like he just doesn't give a fuck. Oh, lass mal was testen. Kann ich mit dem Makeover-Zeug vielleicht auf die Damentoilette gehen? Das ist die Frage, was man alles dafür braucht. Ich glaube, der Hut ist nicht wichtig, aber... verdammt, ich wüsste... Oh, wir haben zweimal Bald Cap. Ob man das verkaufen kann, ist eine gute Frage. Welche Frisur nutzt man da? Könnte man natürlich Makeover-Wig. Kann er immer noch nicht rein. Schade. Vielleicht muss ich den Bart noch dafür abnehmen. Ja, ich mache es mal sicherheitshalber und nehme auch wirklich auch alles andere ab. Einfach nur, um sicherzustellen. Ah, ich muss das Make-up ebenfalls noch anlegen. Okay. Mongolian Beard up. Und... Oh boy. Make-up. No, weiterhin nicht. Okay, sehr gut. So, Foto-Dojo. Oh boy, hi. Sonderweise, ich kann die... Doch, ich kann die anvisieren, aber halt... So, die sind leider nicht gleiche Ebene, ihr Dreckskinder. Hätte ich den Hinteren angreifen müssen eigentlich. Ah, whatever. Gut. Just like always. Oh, Schild, nett. Offer it up. I'm rubber, you're glue.
Ja, ja, jetzt geht er drauf. Ouch! Maybe now you'll turn your life around. Genau, die untoten Nazi-Zombies drehen jetzt ihr Leben herum und werden gute Leute sein. Show, klar. Liegt auch noch irgendwas anderes, eine Tasche, aber ich glaube, die haben wir bereits genutzt, genau wie die da oben ebenfalls. Okay. No, we don't. Okay. Wenn man sich die Bilder da schon anguckt, ist das alles super creepy, aber wir müssen halt nun mal jetzt ein Bild machen. Hi, hier, um dein Passport-Foto zu nehmen? Just head into the room there and we'll get started. Oh, der Sache traue ich so überhaupt nicht. Step between the lights, please. Ja, ja, gleich. Erstmal gucken wir, was du hier so Feines hast. Passport. Step between the lights, please. Okay, hier war wirklich wichtig, denn hier kann man noch was aufmachen. High Voltage. Oh, sehr schön. Also hat man hier mehr oder weniger genau die gleiche Idee, falls man nur Lightning einsetzen will. That's great. Okay, smile. Do you have anything else you could wear? Could you try something else on? No, tell you what. How about just no shirt at all? Let's try that. Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off, too. Okay, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! What if we just make friends instead? No. Ist ja nicht so, als würde ich so normalerweise schon genug Schaden machen. Wow, good job, kid. You're quite the fighter. All right, let's get this over with. Say cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Okay. Warum auch immer der andere Typ auch schon so super verprügelt war. Wirkte so ein bisschen wie der Vorgänger einfach nur. Okay, dann ziehen wir uns mal wieder an, weil das ist ja eine Sache, die wir alle 5 Sekunden hier machen dürfen. Ja, falsche Dinger. Zack. Und gut. So, du Dreckskind. Ach, jetzt bist du hier. Congrats, kid. You have your first passport. Mhm. So, damit haben wir das geschafft. Und wir gehen dann auch natürlich gleich Richtung Norden. Und da wurde mir schon so ein bisschen darauf hingewiesen. Ja, ja, hi du. Dass es da in dem Wald etwas Geheimes versteckt gibt, wenn man die Richtung kennt. Und dementsprechend werde ich jetzt gleich nochmal kurz nochmal nachgucken, wie diese Richtung genau... Ich wollte nur hier zur Seite ausweichen, um an dem Penner vorbeizukommen. Und dann hat er den Bild gewechselt. Geht da gar nicht klar. So, wir wollen hier hoch. Ich vermute, man hätte auch einfach die nächstbeste Stelle nehmen können. Aber ich gehe einfach mal den logischen nahen Weg. So, lass mich mal ganz kurz nochmal die Reihenfolge nachgucken. Dann nehmen wir das nämlich gleich mit. Und dann geben wir uns Richtung Kanada. So, wir sind im Wald. Wir müssen als allererstes nach rechts. Goddammit. Scheiße! Ach du Liebe! Okay, natürlich sind jetzt hier auch neue Gegner. Aber das ist nicht so schlimm, die sind nicht wirklich stark. Ach du Liebe! Was hat der sogar überlebt? Na gut, ist egal. Professor Chaos wird sich darum kümmern. Oh, super sweet. Scheiße!
Mein Unleben! Na doch, den gleich besiegt, der schon am Brennen war. Ideal. Ach. Oh boy. So, nachdem wir jetzt nach rechts gegangen sind, looten wir natürlich noch die Kollegas hier. Mal weitermachen. Und dann ist ja alles Zeug, was wir gut gebrauchen können. Oder wieder verkaufen dürfen. So, rechts nach oben. Schönen Tag. Ach, goddammit. Ich meine, es ist eine schöne Möglichkeit, um XP zu farmen, so ist nicht. Aber es ist nicht so, als würde ich das ernsthaft brauchen. So, ich gehe jetzt ganz bewusst auf den hinteren los, weil der nicht gestunt ist. Und du kümmerst dich um den Rest. Wunderbar. Ach du Liebe! That's what you get for being mean to people. Okay, schön. Ich gehe mal davon aus, dass wir schon so ein bisschen Zeit haben, um hier rumzuäumeln. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt hier wieder nach rechts. Wir müssen jetzt nach unten. Und erneut nach rechts. Und hier sind wir auf einmal in einen Bereich gekommen, den wir so noch nicht kannten. Oho, also Dankeschön auf jeden Fall schon mal für den Tipp. Oh, hi. Look at this, y'all. A new kid's coming to the forest to have a soul save. Yay! If you want your soul save, all you got to do is accept the one true Lord as your personal savior and renounce all others as false idols. You're saved. Praise be to Satan, your new dread master. Now we can all be friends on Facebook. Yay! Oh, okay. Das ist gar nicht mal falsch, muss ich echt zugeben. Weil damit haben wir jetzt nämlich eine 12 Leute, holy shit, super viele dazu bekommen und können einen weiteren Trade auswählen. Watch out, dude, a bunch of soldiers just blocked off the clinic. We'll find some other way to get to you. Okay, das war also das, was wir beim letzten Mal noch hatten. So, und zwar hier Perks, einen weiteren. Melee, Debuff, Maximum Health. Vielleicht müsste man tatsächlich das jetzt mittlerweile überlegen, einfach auf Sicherheit zu gehen damit. Degrees Damage, Pissed Off. Na, ich will mich eigentlich nicht Critical Injuren lassen, nur um so kämpfen zu können. Oder extra Schaden machen zu können. Ja, die restlichen Sachen gefallen mir so überhaupt nicht. Ranged, na, wir könnten maximal, wie gesagt, noch das nutzen, aber auch hier plane ich eigentlich nicht. Also was, lass mal hier zum Ende des Spiels doch tatsächlich erstmal das hier machen. Einfach damit wir da auch die Sicherheit haben. So, was ich testen möchte. Ja. Okay, sehr gut. Nope, jetzt geht's nach Kanada. Und die Beschreibung war immer nach Norden gehen. Dementsprechend machen wir das. Immer und immer weiter. Oh boy, stop, eh? No, you see? No matter which way you go, I block you. Ah, I see you have a passport. Alright, hand it over. Papers appear to be in order. Very well. I hereby grant thee access to the great nation of Canada. Open the gate! Oh, I'll do it. Hold on. There we go. Interessant. Denn der Kollege hat gesagt, dass man immer auf ihn treffen würde. Vielleicht war schon vorher der Fall, obwohl es hieß, dass es nicht der Fall sein sollte. Hm. Oh boy. You're not from around here, are you? Kanada ist ein merkwürdiges Land. Best stay here in town. Those direwolves can rip your anus apart in mere seconds. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares?
Ah, schön. Du hast Sachen so. Add 250 Damage. Ich kann mir das natürlich nicht leisten, weil ich keine kanadischen Dollarinos habe. Ach Gott. Das verspürt sich die Frage, ob es clever ist, tatsächlich das Geld zu holen. You know? Denn das ist nicht Geld, was wir dann halt außerhalb von Kanada nutzen dürfen. Ich meine, hier, das Zeug kann man ruhig verkaufen. Und klar, werde ich jetzt hier nicht übertreiben. Ich werde mich nur so viel kaufen, damit ich die Sache hier theoretisch kaufen könnte. Das ist aber nur reine Extra-Schaden in der Hinsicht, ne? Oder das hier, das wäre auch nicht falsch. A perfect attack targets everyone in a column. Sind schon mal durchaus interessante Sachen dabei. Gain attack up after perfect attack. Weapon damage increased by 5 times. Your armor value. Das ist natürlich bestimmt für Warriors eine richtig geile Waffe. Das war 50 Armor. Okay, also zugegeben, das ist jetzt nicht allzu interessantes dabei. Aber ich nehme jetzt hier einfach, weil ich schon Geld ausgegeben habe, das noch schnell mit. Gut. So, hier können wir nach oben. Gucken wir uns mal allgemein jetzt noch so um. Right. Man konnte da auch jetzt nicht mehr reingehen. Denn er war mit dem Reingehen beschäftigt. Welcome to the Ottawa Clinic. Are you here for an HIV test? I can heal you for 5 Canadian dollars. Come back whenever you need healing or another HIV test. Okay, was hat das Spiel mit mir vor? I don't wanna know. Welcome to the Bank of Canada. Oho, American money. The current exchange rate is 1.24 to the dollar. Oh, man könnte auch einfach so wechseln. So, jetzt habe ich das Geld, was ich hatte, wieder umgewandelt. Gut. Ottawa is the capital of all Canada. Sorry, Gare, I'm on duty. Ich kann auch leider. Doch, kann ich, cool. Oh, sweet. Canadian Gemstones. Okay, schön. Ich kann in guter Manier hier einfach alles zerlegen, was einem entgegenkommt. Oder zumindest gewisse Sachen. Mal gucken, wann ich das bereue. Jetzt muss ich ja leider alles kaputt machen. Jetzt muss ich ja leider. Und das kann man bestimmt gut verkaufen. Also, was das da darstellen soll. Okay, dann gucken wir mal. All hail the Prince and Princess of Canada! Hail, yeah! Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the Prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with direwolves. You know what direwolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Yo. Oh, Kanada. Ja, oh, Kanada, indeed. So, das bedeutet also, wir dürfen definitiv gleich weiterreisen. The princess grieved twice when she met you. That is a great honor. Spiel. Spiel, Spiel, Spiel. So, mal gucken, ob wir hier extra schöne Sachen noch mitnehmen dürfen. Okay. Joy Buzzer. Lower enemy attack on perfect strike. Nett. Nur habe ich nicht vor anzugreifen. Hold it right there. Here are your photos with the prince and princess. Would you like 2 8x10s or 6 5x7s? All right, there you go. You can exit right through there. Well, I would have picked a 5x7s. Naja, und Butters wundert sich, warum er über auf die Fresse bekommt. So, jetzt will ich natürlich noch schnell herausfinden, ob das Zeug was wert ist. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Sell junk. Ja, ist was wert. Gut. So, das Schöne ist natürlich, wir können weiterhin nach... Ja, interessant. Wir können die damit anlocken, aber halt nicht
ernsthaft stunnen, aber die sind alle wach, schwach gegen Feuer. Ideal. I hope they're just sleeping. Definitiv, ja. Cash. Oh, wow, da ist einiges an Zeug dabei. Nope, nicht weglaufen. Are you gonna rape us? Oh, das war dumm. Ich hätte natürlich in der Mitte angreifen müssen. Da hatte ich gar nicht so mitgedacht. Dachte einfach, oh ja, gleiche Reihe. Oh ja, Attack Down. Ich gehe mal davon aus, dass er trotzdem schnell drauf gehen wird. Jupp. I hope they're just sleeping. So, diese Karte ist natürlich so ein bisschen schon auffordernd, dass man sich so ein bisschen umguckt. Oh. Oh, er kriegt sein eigenes Schiffchen. Aha, okay. Na gut. Aber ich kann auch wirklich nur für die Rüberfahrt hier das Boot nutzen. So, logischerweise fangen wir da oben an. Diesmal sind es nur zwei. Muss ich gar nicht aufpassen. Ich finde es schön, dass Feuer der erste Skill, den man lernt, bis jetzt immer noch richtig, richtig gut ist. Was schön ist natürlich, dass ich mich genau hinter dem Victory-Dings verstecke. Oh! Interessant, okay. Da versteckt sich also das Mistvieh. Schilde sind cool, aber ich hätte dann doch lieber angegriffen. So, ansonsten natürlich will ich jetzt demnächst auch mal die Charaktere ein bisschen durchwechseln. Oh Gott, das Vieh ist so gut wie tot. Gut. Wunderbar. So, und damit haben wir die letzte. Ne? Das ist alles mit Jimbo. Cool, ja. So, hat er hier noch was gedroppt? Das war Symbol, aber halt nicht wirklich. Gut, wir haben hier eine Höhle. Da gucken wir uns natürlich die auch gleich an. Oh, boy. Okay, und hier kommen wir jetzt weiterhin noch nicht durch. Da haben wir auch noch nicht die Fähigkeit für. Oh, goddammit. Wir haben das Land verlassen, ja. Guten Tag. Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your P's and Q's. Do whatever you want with your T's and M's, however. Lumberjacking's dangerous work. What with all these diapers around? You know what Winnipeg is known for? Neither do we. They say that two Canadian monks live on a secluded island in the middle of Vancouver. This poor citizen was killed by a dire bear. You know what a dire bear is, right? It's like a bear, but it's dire. Okay, dann müssen wir uns natürlich noch von ihm verabschieden. You know, sorry, buddy, but there's dire bears up there. You know what a dire bear is. Sorry, buddy, but there, you know what a dire bear. Sorry, buddy, but you know what a dire. Sorry, but you know what a dire. Sorry, buddy, but there's dire bears up there. Okay, also das wird auch etwas für die Zukunft. Na, zumindest ist noch in der Zukunft bisher. Machen wir erstmal hier wieder alles kaputt. Kann man.
Das ist gar nicht so einfach. Die Perspektive täuscht extremst. Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with direbears? Tell you what. Kill off all the direbears in the north of town and I'll help you however I can. Okidok. Dann besiegen wir jetzt die Direbears. Wollte eigentlich erst... You know. Einen gewissen Vorteil erreichen. Ja, yes, sehr gut. Oh boy, deiniger. So müssen wir schießen. One down, two to go. Professor Chaos, go. Das war knapp, das waren fast schon wieder Schilde geworden. Wunderbar. Damit haben wir das. So, und jetzt sollte uns die doch hoffentlich weiterhelfen. 2 von 3. By Jove, you've done it! Look at all these direbear pelts! Now I can finally make a direrobe. All right, give me that document. Yes. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. But I'm afraid the Prince has imprisoned the Minister of Montreal in the caverns of Quebec. I will speak with the Prince. Return to him, and he should let you speak with the Minister. Boy, oh boy. I will have the most direrobe in all of Canada. Yay! Wir haben einen neuen Freund. Okay, da haben wir jetzt 3 von 3. Gut, Vancouver, Banff oder was auch immer, Banff. Ich glaube, wir sollten jetzt zurück, hieß es, ne? There you are. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! Fucking hardcore, mein Lieber. Ab Richtung... Oh, Schlangen. Nope, ich bin als erstes dran. Man. I hope we didn't hurt you too bad. Die Viecher sind alle schwach. Und droppen auch nichts Gescheites. Have you been to Newfoundland? You won't find better sodomy in all of Canada. Okay. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Oh, die Shit, die verkaufen ja allerhand Zeug. Gain 100 extra HP when healed. Gar nicht mal falsch. Melee attacking enemies take up to 75 damage. Auch nicht falsch. Ah, ich wollte nicht raus. Mal gucken, was du sonst noch so hast. Mossad Knife. Plus 20 Schaden gegen Nazis. Die 15% mehr Damage und below 15. Okay, und... The Pom-Pom Points up to heaven. Gain Rebirth, extra HP. Ja, ist alles nicht sonderlich interessant. Nur das hier mit, denke ich. So, und hier ist, glaube ich, nichts Interessantes außer die Biber-Statue. Banff Canadians are quite religious. Could tell. Okay, die Frage ist, ob man zum Beispiel da hinten lang laufen könnte, aber. Oh. Okay, sweet. Machen wir als erstes die Truhe noch schnell auf. Hoffen, dass da vielleicht was Gutes für uns drin ist. Discus of Bleeding. Ja, Bleeding indeed. Extra Schaden. Ja, ist nicht falsch. Ist definitiv nicht falsch. Dementsprechend gucken wir mal, ob wir das behalten. Oder ob wir das nehmen.
Ich meine, das ist natürlich einiges an Schaden mehr. Dementsprechend machen wir wirklich das lieber... Oh, ich verstehe nicht, warum das so komisch sortiert wird. Und hatten dann hier extra Schaden, Frostschaden, Lower Enemy Attack. Das ist ehrlich gesagt alles nicht interessant. Ich fand weiterhin den einen gut, und zwar ein weiteres Schild entfernen. Obwohl ich weiterhin meistens eher mit Feuer angreifen werde, um das ganz, ganz sicher zu erledigen. Aber man weiß ja nie, wenn er auf einmal immun gegen Feuer ist. Sonst haben wir irgendwie noch Skillpunkte, die wir vergeben müssen? Nö, dann sind wir gut dabei. Praise Christ! Praise God! Praise God and Christ! Okay. What's this? Who the fuck hits a bishop? Assassin! Das hat funktioniert, schön. Oh boy, dir geht's das überhaupt nicht gut. Gut, für uns wiederum. Also nutzen wir das Außenbringen einfach um. Ja, ja, cheek du deine Turns nur wie du willst. Geh drauf. Don't. Okay, okay, whoa, whoa, whoa. Please, you don't have to kill me. I'll go away and the prince will never know I'm alive. Please, take these dire pig testicles and tell the prince they're mine. Nö. Maybe if we replace his balls with the pig balls, he'll come back to life again. So, was haben wir denn? Ich wollte eigentlich die Waffen mal angucken. So, was haben wir denn hier so Feines? Das ist mir vollkommen egal. Und hat auch nur einen Slot, also noch schlechter als das, was wir eh schon haben. Gut. Dann... Könnten wir noch überlegen, ob wir vorher nach Vancouver gehen? Aber Moment. Oho. Oder ob wir gleich umdrehen. Also ich gucke einfach mal hier schnell noch rein. Guten Tag. Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. Mhm. Hockey is quickly becoming the world's 11th most popular sport. Stimmt, über die beiden wurden wir gewarnt. Ach, sind das die beiden? Ja, das sind vermutlich die beiden. Oder sollen die beiden sein? Tja, aber leider sind die gerade eben nicht hier. Gut, dann kommen wir wieder, wenn wir hierher kommen sollen. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Hier gibt es den Verkäufer, sehr gut. The Bishop of Banff is dead. What monster could kill such a wonderful man? Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Wir haben Broken Shields. Attacks remove additional 5 shields. Wir haben... Oh. Oh. Yes, please. Wir müssen Sachen verkaufen. Wie viel war das? 27, 28. Alles klar. Dann verkaufen wir mal so ein bisschen an Zeug, was eh schon deren Zeug ist. Oh boy, come on. Dankeschön. Ja schön, und damit haben wir jetzt eine Waffe, die ich sogar haben möchte. Und dementsprechend nehmen wir das hier ab. Adds 35% extra Schaden und mehr Feuerschaden. Als 50 und... Wo ist das andere Zeug? 35 hier. Sehr gut. Sehr gut. So, was habt ihr Nasen hier für mich? Yes, yes, I know. But Ottawa is clear on the other side of Canada. How are we supposed to get there? Uh-huh. Yes, I see. Oh, wow. No, I didn't know that. Yes, come on.
Yeah, I hate that guy too. No, I haven't seen that. Extra shot. Good. Okay. Cool, sweet. Nimm ich. So, gucken wir mal, ob die vielleicht schon was für mich haben. Let me call you back, Larry. What in the name of O. Henry is an American doing in my office? Who let this kid in? Someday maybe I'll be Duke of Vancouver. Okay, also ihr habt noch nichts für mich. Gut. Ja, mal sichergestellt. Is he dead? Did you kill him? Yay, the bishop's balls! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Shh. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. A letter from the princess? What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Wie zu erwarten. The Duke of Vancouver is a very busy man. Mhm. So, lass mal ganz kurz nochmal hier bei dem Fluss. Na, kann ich gar nicht durch. Wollte einfach nur wissen, ob sich da nicht irgendwas versteckt, wo man rüberschiffen könnte. Nicht pinken, genau. Aber halt, ich gehe mal wirklich davon aus, wenn da kein Steg ist, dann soll man da auch nicht lang. So, ihr beiden. Who are you? Perhaps he is the American everyone is talking about, Terence. Nah, can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. What is the sound of one anus farting? Now you know. What is the sound of one anus farting? Who are you? Now you know. Bin ich gerade angefurzt? Was wollten ihr noch? Okay, sie reagieren drauf. Wie haben wir einen Tweet bekommen und drei weitere Leute? Oh, alles klar. Having moments of doubt if Satan exists, why does he let good things happen to good people? Not yet, y'all. If he didn't give them hope, how could he ever crush their dreams? And Sugar D has invited you to the Blood Orgy next Sunday. Who are you? What is the sound of one anus farting? Now you know! So, was muss ich jetzt hier gottverdammt noch machen? Ich hab die eine Pups wie kein zweiter. Dragon Shout on Philip. I fucking did that, dachte ich. He knows Dragon Shout. Any magician's apprentice can Dragon Shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. My God, he can cop a spell! If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fag? The sneaky squeaker! Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Your magic is impressive, young American. Not since Eric von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki! Here, watch again! Now you try! Believe in yourself! Alright, hold! These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move. Nagasaki! That's it! You have the power! You did it! Now go out and use your anus for the good of mankind! And don't ever, ever fart on a man's balls.
Jojo, auf jeden Fall haben wir jetzt den letzten Skill dafür erlernt. So, ich gucke gerade. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Ha. Der Skill funktioniert so komplett anders als alle anderen. Also ich gucke jetzt hier gerade und es vibriert alles gleich. Keine Ahnung. Gut, dann werden wir das jetzt hier als allererste logischerweise in der Höhle testen. Und dann wissen wir, es gibt ja noch den im Untergrund bei South Park, wo man ebenfalls was kaputt machen kann auf die Art und Weise. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es keine andere Stelle, wo man ernsthaft darauf zurückgreifen muss. Okay, dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Obstacles with flashing green cracks can be destroyed with Nagasaki. With Nagasaki's selected, pull down and then push up onto her Y holding right up. Move the left around to tune the frequency. The closer you get, the faster the object will shake and the higher the pitch will get. Okay, ist also ein Endlosfahrt, wo man genau darauf warten muss. Ansonsten, ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob man irgendwie in Kanada sich irgendwie kleiner machen lassen konnte oder sollte. Das sind vor allem verdammt viele Bad Guys. Okay, fangen wir als allererstes an mit der ersten Reihe. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit schon wechseln, aber... Ach, da ist noch ein weiterer Wolf? Wenn man auf die Beine achtet, sieht es aus, wäre da noch einer. Jetzt dürfen drei Gegner auf einmal angreifen. Natürlich machen auch deren... Ja, aber das ist zum Beispiel ideal für diese Schilde. So, Mitte. Jupp, das war ziemlich gut. Oh Gott, die muss man alle ein... Oder kann man alle einzeln looten? Natürlich nicht angenehm, wenn die alle so übereinander gestapelt sind, auch alle zu finden. Ich sehe es hier zum Beispiel, Barbarian Patch war noch dabei. Aber im Endeffekt ist es einfach vermutlich clever, rauszugehen und dann wieder reinzukommen, wenn die alle despawned sind von ihren Modellen. Haben wir auch das hier noch, sehr schick. So, du. Je suis libre! Je suis libre! N'avez-vous besoin de quelque chose traduit? Ok. Cela se traduit par cela. Cela se traduit par cela. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup. That's it. Müssen wir jetzt nochmal irgendwo hin? Nope. Das wurde einfach mal kurz übersetzt. Sweet. Ich gehe jetzt trotzdem mal ganz kurz nochmal raus und wieder rein. Okay. Da sind jetzt zwei Sachen und ich vermute, die hatten wir schon angeguckt gehabt. Genau, Revive und Large Dings. Okay, sehr schön. Will nichts verpassen hier. Nope. Okay, ab nach Hause. Maybe we should just stay put and wait. Nope, einfach nach Süden immer laufen. Sehr schön, zurück in the US of A. Ha, das hätte auch super von einem Kanadier gesprochen werden können. US of A. Gut, wir begeben uns zu den Mädels. Und gucken, was jetzt dabei rumkommen wird. Ich gehe einfach mal wieder hier. See, right here it says that five women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3:30 p.m. That's Heidi's mom! So Heidi Turner was the two-faced bitch.
The evidence is irrefutable. Thanks, New Kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Freaking whore! Two-faced butt rag! Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass! But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi. Yay! Yay, Heidi! Yay, Heidi! You serve us well, New Kid, so you have our services. Tell the boys we will play their game. Sparkle! Sunshine! Sparkle Sunshine, ja. Oh, wie auch immer ich an das Ding rangekommen bin. Add Armor, Gain PP, wenn... Oh, whatever. Oh, schön, das ist natürlich komplette Frauenklamotten. Oder Set. Ja, man kann nicht mal falsch die Sachen hier. So, kann ich mit allen euch reden? Heidi's having a slumber party. Oops. I almost forgot, you're not a girl. I bet you're thinking about something totally deep right now. We should be friends so you can like my posts. Thank you so much for clearing my name. Now when girls call me a whore, it's more in a joking way. Sure. Heidi's having a slumber party. Oops. Nee, ich weiß gar nicht, was ausprobieren. You're not a girl. You're totally hot. You're really different from the other boys. Like, you're even gross. I could change that easily. The girls will be ready to help you whenever you need us. I learned that betrayal can actually make your friendship stronger, and it's all thanks to you. As an honorary girl, you have been granted full access to our adorable supplies. Wanna do a little shopping? Hell yeah. Each attack leeches 100 P from your turn. Wow. Wow. Das ist eigentlich richtig gut in Kombination mit unserer normalen Attacke. Das müssen wir eigentlich wirklich auswählen und anlegen. Müssen wir gucken, wie das abläuft. Das ist keine Dingssache, das ist sogar relativ gut für uns. Müsste man tatsächlich überlegen, each 50 HP ist nicht viel, oder? Frage ist, wie viel haben wir? Hey, wir kriegen nochmal einiges an weiteren Freunden. That's pretty fucking sweet. Dann müssten wir doch eigentlich jetzt schon wieder einen Perk haben, genau. Dementsprechend mache ich jetzt hier die 20%. Ich wollte eigentlich gucken, ach, da oben steht es ja 7200, also 50 HP ist nicht, nope, das soll ich nicht ablenken, ist nicht viel. Dementsprechend denke ich, ist einfach cleverer, sowas zu nehmen. Denn 100 HP, das mal abzukrallen, gerade als Idee, dass wir mit unserem Feuerschaden so viele Angriffe hinlegen, ist, denke ich, gar nicht mal doof. So, was hast du noch so? Stupid, spoiled, whore, gloves, a cry for help. Reduces gross out damage. Opponents are more likely to attack allies. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Also hier gibt es viele Sachen, die man wirklich mitnehmen könnte, aber ich bin zu faul dafür. Ja. Vor allem Leather Armor. Makes enemy puke when they approach you. Mhm, und... Gain 5, wow. Gerade auch mit dem Buffed als Kombination. Ich denke, hier kann man extremst fiese Kombinationen aufbauen. Gerade mit dem Set hier. Debuffs. Ist die Frage, ob Fire als Debuff zählt. Oder halt gerade Buffed ist ja gerade auch, wenn wir Attacken einsetzen, nicht wahr? Okay, ansonsten haben wir hier natürlich schon wieder 10 Milliarden Sachen. Wir haben... auch hier wieder so einige Sachen. Holy shit, also... gar nicht mal so falsch. Ah, ich nehm's nicht mit. Ah, was? Ihr wart auf dem Klo? Ihr habt euer Dings auf dem Klo? Wow, beeindruckend. Gut, dann gehen wir natürlich auch gleich jetzt so wieder zurück. Und das mache ich zu Fuß. Und dann müssen wir mal sehen. Was hier? Wie es dann in der Zukunft weitergehen wird. Guten Tag. Man, this place is super crappy. Everyone listen up! The girls have agreed to fight by our side! Huzzah! The pirates and the Federation factions are standing by to fight as well, my lord. Then the time for talk is over. Let us all make haste to Clydehurst!